Wir haben heute zu Gast den Professor Dr. Wolfgang Reinhardt. Er ist emeritierter Professor für Geschichte, ist 1973 in Freiburg habilitiert worden, lehrte in Augsburg und dann wieder in Freiburg. Also jemand, der sich im südlichen Teil der Republik wohlfühlt, wohlgefühlt hat und da dann auch aufgehalten hat. Seine Forschungsschwerpunkte sind und waren Europa im 16. und 17. Jahrhundert, besonders die Religionsgeschichte, Geschichte des modernen Staates, die historische Anthropologie und die Geschichte der europäischen Kolonien. Alles Schwerpunkte, wo er sich übrigens in der frühen Neuzeit und auch mit der Anthropologie mit meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Richard van Dülm, mit dem ich ja zusammen die Saarlandbibliothek herausgegeben habe, wo sich das überschneidet und überschnitten hat. Er hat 2001 den Deutschen Historikerpreis bekommen, 2018 den Europäischen Dimitris Tsatsos-Preis. Die Liste der Publikationen zu den Schwerpunkten ist lang, kann man dann entsprechend nachgucken, aber er neigt auch ein bisschen zu intellektuellen Seitensprüngen. Er hat also 2006 publiziert Unsere Lügengesellschaft, warum wir nicht bei der Wahrheit bleiben. Und dann auch noch die Neigung zu einer in Deutschland ja manchmal verpönten Popularisierung historischer Fragen. Die Nase der Kleopatra, ein Spaziergang durch die Weltgeschichte in 2011. Aber heute führt ihn zu uns ein Werk, Es ist ein echter Klopper. Aber es ist die Unterwerfung der Welt, Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415 bis 2015 bei Beck in München erschienen, übrigens hier zu erwerben. Ich habe das schon gelesen und nicht ganz bis allem, gebe ich zu. Aber ist etwas, wenn man sich heute in der politischen Welt mit historischem Hintergrund bisschen dezidiert und nicht nur, was man gerade als Kommentar in der Zeitung gelesen hat, äußern will, dann ist das eine große Hilfe. Ich habe das unter anderem auch Heiko Maas geschenkt. Vielleicht war es ein bisschen zu spät, aber ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn ich es der Frau Baerbock zukommen lasse. Es könnte eigentlich nicht schaden, wenn man sich politisch in der Welt herumtreibt. Und sie ist ja mehr dafür aufzupassen, dass die Kriegsmüdigkeit nicht entsteht, anstatt Diplomatie zu machen. Das ist auch ein ganz interessantes Verständnis von Außenpolitik. Aber das ist ein anderes Thema, was wir heute nicht ansprechen wollen, jedenfalls ich nicht und der Vortragende auch nicht. Der Vortrag hat den etwas reißerischen Titel, möchte ich sagen, Abenteurer, Verräter und Herrenmenschen. Dahinter verbirgt sich, das ist dann der etwas sachlichere Titel, eine etwas andere Geschichte der europäischen Kolonialherrschaft. Aber ist natürlich, was das angeht, finde ich das prima, solche Titulierung. Ich war immer ganz angetan und begeistert, dass Ernst Bloch unter anderem den Titel gewählt hat, Durch die Wüste, wo dann jeder sofort eher an Karl May denkt als an Philosophie. Aber mich hat das eben dann auch doch schon sehr früh zu Ernst Bloch geführt, weil mich diese Art der Titelgebung mir gefallen hat. Ja, die Thematik hat viele Bezüge. Der Bundeskanzler war jetzt im Senegal, war im Niger, war in Südafrika. Die Militärpräsenz
in Mali ist Gegenstand der deutschen Politik, der Dauerkonflikt im Nahen Osten beschäftigt uns und wird uns leider noch lange beschäftigen. In der Kulturpolitik ist das Thema Raubkunst eines der die Feuilleton am meisten elektrisierenden. In der Gesellschaftspolitik ist das Thema kulturelle Aneignung. Darf man noch Indianer spielen oder nicht? Sowas große Themen. Und natürlich sind diese Bereiche auch insgesamt politisch von Bedeutung und auch für uns in der Stiftung interessant. Und wir wollen hier weiter den Meinungskorridor offen halten. Unsere Welt neigt ein bisschen dazu, den Meinungskorridor dessen, was man sagen darf, immer enger werden zu lassen. Man traut sich manchmal schon gar nicht, irgendwo den Mund aufzumachen, weil das nicht so ganz passt, was einem gerade anfällt. Aber wir haben in dem Thema bei uns Götz Ali gehabt, der ja sagen wir mal, Geschichte auch so ein bisschen als Moralphilosophie begreift. Und der hat hier zum Thema des Boots aus Ozeanien vorgetragen. Bei uns hat Aswar Wossen Aserate seine Sicht etwa der Probleme in Afrika vorgetragen. Und er als Afrikaner, als Äthiopier, hat sicherlich da auch durchaus ernstzunehmenden Hintergrund, was momentan auch nicht mehr so ganz in den Mainstream passt, der momentan die Gazetten bei uns beherrscht. Wir haben bei uns eine Ausstellung hier dem Haus gemacht mit den Kriegsaufnahmen der Anja Niedringhaus, die in Afghanistan erschossen wurde, als sie dort nochmal Kriegsfotografie gemacht haben. Wir haben NGOs hier die Möglichkeit gegeben und tun das auch weiterhin zur Selbstdarstellung, zu ihren Vorstellungen, wie sie glauben, wie unsere Verbindung zur Welt gestaltet werden soll. Wir haben Künstler aus Afrika hier ausgestellt, moderne, auch traditionelle Kunst. Also all diese Dinge gehören mit in das Spektrum der Stiftung und unserer Arbeit. Und heute hat Wolfgang Reinhardt das Wort. Und bitte sagen Sie uns jetzt, was Sie uns sagen möchten. Lieber Herr Klimt, meine Damen und Herren, ich freue mich und danke für die Einladung und für die freundliche Einführung. Und ich freue mich, dass auch ein paar von Ihnen da sind. Das war ja nicht ganz klar bei dem Wetter und bei Corona und Ukraine. Und aus aller möglichen Gründen sind halt doch ein paar da. Und ich freue mich sehr darüber. Und vielleicht sind auch noch ein paar online vorhanden, die da mitwirken. Bevor ich nun über Abenteuer, Verräter und Herren Menschen erzähle, möchte ich Ihnen zunächst ganz knapp ein bisschen Basisinformation über die europäische Expansion und die europäische Kolonialherrschaft geben. Nicht zu lange, keine Angst, bevor ich eben zum eigentlichen Thema komme, denn ich möchte einfach nicht mit diesem Thema im luftleeren Raum herumstochern, sondern erstmal ein bisschen grundlegende Informationen verbreiten. Wenn Sie Daten haben wollen, die europäische Expansion beginnt 1415 mit dem portugiesischen Angriff auf die marokkanische Stadt Ceuta und endet 1994 mit dem Ende der weißen Herrschaft über Südafrika. In diesen knapp 600 Jahren ist fast die ganze Welt nacheinander irgendwann unter europäische Herrschaft geraten. Es gibt nur 5 Länder, die nie formell von Europäern unterworfen wurden. Japan, China, Thailand, Iran und die Türkei als Rest des Osmanischen Reiches. Aber auch diese Länder standen für kurze oder längere Zeit unter europäischer, wirtschaftlicher oder politischer Kontrolle. Und meistens blieben sie nur deswegen formell unabhängig, weil sich die europäischen Mächte nicht über ihre Aufteilung einigen konnten. China hatte nicht einen Herrn, sondern 6.
und die Chinesen leiden noch heute unter der Fremdherrschaft, der sie indirekt von 1840 bis 1949 unterworfen war. Das alles beginnt mit der portugiesischen Entdeckung Afrikas und des Seewegs nach Indien, wo die Portugiesen anschließend im Indischen Ozean und in den chinesischen Meeren ein Handelssystem errichten konnten. Mehr nicht. Im 17. Jahrhundert wurden sie dann dort von den Niederländern und schließlich von den Engländern verdrängt. Aber sie alle drei und andere, waren nur zur See mächtig und überlegen, und zwar genauer gesagt wegen ihrer Schiffsartillerie. Denn bis ins 19. Jahrhundert gaben ansonsten asiatische Länder und Reiche den Ton an, China, Japan, Indien und andere. Erst im 19. Jahrhundert kippten die Machtverhältnisse und auch in Asien entstanden jetzt erst Kolonialreiche, Britisch-Indien, Niederländisch-Indien oder Indonesien, Französisch-Indochina und so weiter. Allerdings hatten unterdessen die Russen schon seit dem 16. Jahrhundert ihre Herrschaft über Sibirien und Zentralasien errichtet. Die Kastilier durften im 16. Jahrhundert nicht nach Afrika, da gab es einen Vertrag mit Portugal, und deswegen haben sie bekanntlich den direkten Weg nach Westen eingeschlagen und aus Versehen eine neue Welt entdeckt, Amerika. Die damaligen Machtverhältnisse gestatteten ihnen die Eroberung der reicheren Länder des heutigen Lateinamerika und die Gründung von Herrschaftskolonien. Wo es sich für die Spanier nicht lohnte, konnten dann die Portugiesen in Brasilien sowie die Engländer und Franzosen in Nordamerika ihre Niederlassungen gründen. Brasilien, die Karibik und der Süden Nordamerikas wurden allerdings durch Massen von afrikanischen Sklaven zu Plantagensystemen für weiße Minderheiten entwickelt, was in der Regel übersehen wird. Bis 1820 kamen die meisten Einwanderer nach Amerika aus Afrika, und zwar nicht freiwillig. Um 1800 wurde dann der größte Teil Amerikas unabhängig. Das war eine erste Dekolonisation. Allerdings blieb es bei weißen Staaten, mit einer bemerkenswerten Ausnahme Haiti. Im 19. Jahrhundert war dann Großbritannien die einzige nennenswerte Kolonialmacht übrig geblieben, mit neuen britischen Siedlungskolonien in Australien und Neuseeland als Ergebnis. Aber um 1870 begann dann der sogenannte Imperialismus, als nämlich verschiedene Mächte in heftiger Rivalität miteinander konkurrierten. Neben den Niederlanden, Frankreich und Russland spielten jetzt auch die USA und Japan eine Rolle, sowie die neu geeinten, ehrgeizigen Nationen Deutschland und Italien. Jetzt wurde im Handumdrehen das bisher unabhängige Afrika unter die europäischen Mächte verteilt. Im Ersten Weltkrieg kam dann noch der Rest des Osmanischen Reiches im Nahen Osten an die Reihe. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die zweite Dekolonisation mit teilweise heftigen Kämpfen, zunächst in Asien 1945 bis 1957, dann 1956 bis 1975 in Afrika, um schließlich 1991 mit der Dekolonisation der Sowjetunion und 1994 dann in Südafrika zu enden. Es gibt noch ein paar kleine Kolonien, aber das spielt heute keine Rolle. Schon zuvor hatten die britischen Siedlerkolonien Kanada, Australien, Neuseeland und das damals noch weiß kontrollierte Südafrika die faktische Unabhängigkeit erreicht. Das waren die sogenannten Dominions. Nun, so viel als Überblick. Es gab zwar schon immer Kolonialkritiker, wie zum Beispiel Bartolomé de las Casas schon im 16. Jahrhundert, aber generell waren die Europäer von der Berechtigung ihrer Kolonialherrschaft vollkommen überzeugt. Es galt einfach, Wilde zu christianisieren und zu zivilisieren. Hochkulturvölker wie Chinesen und Inder kamen dabei nicht viel besser weg als irgendwelche schwarzen Menschenfresser. Ihnen alle konnte ja gar nichts Besseres passieren, als in ihrem eigenen Interesse von den Weißen beherrscht zu werden. Der Imperialismus verkündete darüber hinaus auch noch das sozialdarwinistische Credo vom Überlebenskampf der Völker, vom Kampf und Sieg der besseren Rasse. Das heißt, der eigentlich neutrale Sachverhalt
Kolonialherrschaft entpuppte sich als Ideologie, als Kolonialismus. Nach 1945 und mit der angesprochenen Dekolonisation drehte die Weltmeinung unter Führung wichtiger Wissenschaftler aber immer deutlicher um 180 Grad. Es gibt zwar immer noch Nostalgiker, die die Herrlichkeit des britischen Empire oder irgendeines anderen Imperiums verherrlichen. Überwiegend kann man aber den Kolonialismus heutzutage nicht mehr verteidigen. Im Gegenteil, unter dem Einfluss des marxistischen Denkens wurde die gesamte Kolonialgeschichte umgedreht in eine Geschichte gnadenloser Ausbeutung, in eine Geschichte von Unterentwicklung, von einer Unterentwicklung, die schließlich irreversibel gemacht wurde. Das heißt, die Herren und Knechte der früheren Kolonialgeschichte verwandelten sich jetzt in Täter und Opfer. Nun hat uns genaueres Hinsehen allerdings inzwischen gelehrt, dass diese beiden so schön eindeutigen, schwarz-weiß gemalten Weltbilder, positiv und negativ, wie alle binären Weltbilder, allzu einfach und deswegen falsch sind. Natürlich gab und gibt es immer Opfer und Täter, aber die meisten Menschen waren und sind nun keines von beidem oder manchmal sogar beides. Die Beziehungen zwischen Kolonialherren und Kolonisierten müssen deswegen neu sortiert werden. Das ist meine Aufgabe heute. Und deswegen will ich Abenteurer, Verräter und Herrenmenschen unterscheiden. Ich möchte die Geschichte mit einem alten, aber für meine Begriffe äußerst lehrreichen Fall beginnen. Vor genau 500 Jahren, 1522, wurde ein gewisser Hernán Cortés von Kaiser Karl V. zum Kommandeur und Statthalter von Neuspanien, sprich Mexiko, ernannt. Der Kaiser hatte aber erst hinterher von Cortés' Taten erfahren und dass er, der Kaiser, neuerdings auch Herrscher von Mexiko geworden war. Nach den ersten Entdeckungen und Eroberungen waren es schon 1511 schiffbrüchige Spanier gewesen, die bei den Maya gelandet waren. Denn es gab Gerüchte, dass es reichere Länder gäbe als das eben erst eroberte Kuba. Dessen Statthalter Diego de Velázquez unternahm daher unverzüglich Anläufe zu weiteren Entradas. Entradas waren, heute wird man sagen, multifunktionale Entdeckungs- und Handelsexpeditionen, die man nach Bedarf auf Seeraub, Sklavenjagd oder gar Eroberung ausweiten konnte. Nach zwei gescheiterten Versuchen an der Küste von Yucatan schickte Velázquez dann 1519 eine Flotte unter Hernán Cortés dorthin aus. Cortés war ein niederadliger, bescheidener Herkunft, hatte es aber nicht nur verstanden, mit seinen bescheidenen Rechtskenntnissen zu wuchern, sondern es als Encomendero, das heißt im Klartext durch Ausbeutung von Indianern, auf Española, wie Haiti damals hieß, und dann auf Kuba, hatte er es so zu so viel Wohlstand gebracht, dass er 7 von 10 Schiffen seiner Flotte persönlich ausrüsten konnte. Da ihm aber Velázquez nicht traute, entschied sich Cortés, auf eigene Faust und eigenes Risiko vorzugehen. Er ist wohl der bedeutendste unter den Konquistadoren geworden. Ein Meister der Menschenführung mit Willenskraft und Mut, ein politisches Naturtalent mit hohen taktischen Fähigkeiten und vor allem ohne irgendwelche Skrupel. Er konnte Velázquez ausmanövrieren, dessen gegen ihn ausgesandte Streitmacht zu sich herüberziehen und schließlich sogar Kaiser Karl V. gewinnen, obwohl der wichtigste spanische Kolonialpolitiker Fonseca ein Verwandter des Velázquez war. Durch Gründung der Stadt Veracruz an der Küste von Mexiko und durch organisierte Wahl zu deren Generalkapitän machte sich Cortés auf zweifelhafte, halblegale Weise selbstständig. Nachdem er ganz buchstäblich die Schiffe hinter sich verbrannt hatte, das hat er nämlich tatsächlich gemacht, brach er ins Hochland auf, zu der sagenumwobenen Aztekenstadt Tenochtitlan. Dass Cortés dabei die Rolle des zurückkehrenden Toltekenherrschers und der Vorzeit Quetzalcoatl übernommen und gespielt habe, dürfte eine Legende sein. Hingegen erkannte er sofort die Vorteile,
die ihm die repressive Struktur des Aztekenreichs bot. Als Befreier vom aztekischen Joch konnte er ganze Völkerschaften für sich gewinnen, dabei aber sorgfältig kalkuliert verschiedene Parteien schamlos gegeneinander ausspielen. Einheimische Verbündete waren nämlich unentbehrlich. Als die von den Spaniern enttäuschten Azteken sich nicht mehr darum kümmerten, dass ihr Herrscher Moctezuma sich in der Hand der Fremden befand. In der Noche Triste des 30. Juni 1520 haben die Azteken die Spanier nahezu aufgerieben. Nach einem Jahr war Cortés aber wieder da, um an der Spitze einer anti-aztekischen Koalition, das durch eine Pockenepidemie ohnehin geschwächte Tenochtitlan, zur Kolonie zu machen. Als kaiserlicher Gouverneur hat er dann in den nächsten Jahren den Umfang des ehemaligen Aztekenreiches nahezu verdoppeln können. Nach verschiedenen Intrigen wurde er dank erfolgreicher Lobbyarbeit auf seiner ersten Spanienreise 1529 zum Militärbefehlshaber und zu Marqués ernannt, sowie mit einem Lehen von sage und schreibe 11.000 Quadratkilometern und 200.000 Einwohnern ausgestattet. Die Regierung des Landes hingegen wurde ihm entzogen. Er hätte sonst zu mächtig werden können. Stattdessen aber wurde er auf der Grundlage der Encomiendas seiner indianischen Untertanen zum größten Unternehmer Amerikas. Er betrieb Bergbau und Landwirtschaft, Seidenraubenzucht, Baumwoll- und Zuckererzeugung, Zucker- und Sklavenhandel, Ladengeschäfte, Gasthäuser und Werfte. Aufs Ganze gesehen der Musterfall eines erfolgreichen Abenteuers. Denn, und das ist zu beachten, die Initiative lag beim privaten Akteur. Während die Institutionen und politischen Instanzen wie der Kaiser allenfalls nachträglich zu reagieren wussten, aber immerhin langfristig dann doch die Früchte der Privatinitiative ernten konnten. Allerdings, und damit kommt der zweite Gesichtspunkt zum Tragen, bewährte sich diese individuelle Handlungskompetenz nicht nur im Falle des Cortés, nur durch erfolgreiche Kooperation. Kooperation heißt aber zuerst Informationsbeschaffung. Jerónimo de Aguilar, einer der beiden überlebenden Gefangenen der Maya von 1511, flüchtete 1519 zu den Spaniern, während sein Gefährte es vorzog, bei den Maya zu bleiben. Aguilar wurde ein Prototyp, wie man heutzutage sagt, des interkulturellen Maklers, dessen Sprach- und Landeskenntnisse für Cortés zunächst unentbehrlich waren. Dann aber erwies sich eine der 20 Sklavinnen, die in Tabasco an die Spanier verschenkt wurden, nicht nur dank ihrer Kenntnis des Nahuatl, das Aguilar nicht beherrschte, und in ihrer neuen Rolle als Geliebte des Cortés, als Schlüsselfigur der Conquista. Malinalli Tenepal alias Malinzin, beziehungsweise auf Spanisch Malinche oder getauft Doña Marina. Zwar ist ihre Tätigkeit im Einzelnen nicht nachzuprüfen und es fehlt auch nicht an Spekulationen, nach denen sie ihren Einfluss zur Begleichung persönlicher Rechnungen benutzt habe. Aber keine indigene Quelle weist ihr ausdrücklich eine negative Rolle zu. Und ihre ständige Präsenz im Lienzo de Tlaxcala und anderen Bilderhandschriften beweist, dass es sich zweifellos um eine höchst erfolgreiche interkulturelle Kooperation gehandelt hat. 1525 wurde sie regelrecht mit einem Gefährten des Cortés verheiratet, während dieser selbst 1528 eine spanische Hochadlige zur Frau nahm. Aus beiden Beziehungen ging unter anderem dann jeweils ein Sohn mit dem Namen Martin hervor, wie schon Cortés Vater geheißen hatte. Auch wenn die Rolle der Doña Marina einzigartig gewesen ist, Kooperation zwischen Spaniern und einheimischen Frauen war in sehr elementarem Sinn eigentlich selbstverständlich. Und zwar nicht nur von Köchinnen, wie fromme Autoren es haben wollten. Ein neuerer Autor hat sogar eine Alternative der Geschichte der Conquista vorgeschlagen und behauptet, die Spanier hätten ihre neue Welt weniger mit dem Schwert als, entschuldigen Sie, mit dem Schwanz erobert. Bereits die Mannen des Cortés sollen nämlich Dutzende von Mischlingen gezeugt haben. Brutale Vergewaltigungen sind belegt, ausdrücklich herzliche Liebesbeziehungen hingegen nicht. Das will aber nicht heißen, dass es sie nicht gegeben hätte.
Jedenfalls das antikoloniale Paradigma von der Indianerin als geschundenes Opfer dürfte so wenig allgemein zutreffen wie das kolonialistische Muster von der Indianerin als williger Hure. Ähnlich wie in Europa konnten Frauen aber durchaus passiv als Beute, als Siegespreis oder zur symbolischen Bestätigung eines Bündnisses eingesetzt werden. Aktive politische Kooperation blieb allerdings in der Regel Männersache. Aus indigener Perspektive waren Allianzen mit mächtigen neuen Herren problemlos möglich, zumal sich die Herrschaftssysteme nicht radikal unterschieden. Aber auch aus spanischer Sicht waren Eroberung und Ausbau der spanischen Herrschaft nur mit einheimischen Verbündeten möglich. Cortés hätte ohne einheimische Verbündete höchstens ein paar Städte erobern können. Die Niederlage Tenochtitlans wird heute als Werk einer Koalition von Aztekengegnern gesehen, deren Stabilität von ihren Erfolgen einerseits und von der geschickten Diplomatie des Cortés andererseits abhing. Denn die waffentechnische Überlegenheit der Spanier ging rasch zurück, weil die Gegner voneinander lernten. Es kann nur begrenzt von einem transkulturellen Krieg die Rede sein. Aber dank Armbrustbolzen, Gewehren und Degen als Stichwaffen statt aztekischer Hiebschwerter, vor allem aber dank ihres notgedrungenen Zusammenhalts, dienten die Spanier als Eliteeinheit zum Aufbrechen der feindlichen Front. Den Rest erledigten dann die Verbündeten, Gemetzel nach dem Sieg eingeschlossen. Als wichtigste frühe Verbündete des Cortés erfuhren die Bewohner von Tlaxcala bevorzugte Behandlung. Sie hatten keinen Tribut zu bezahlen, wurden nicht der Herrschaft der Encomienda unterworfen und ihre Städte nur behutsam dem neuen Regime angepasst. Ihre Gesellschaftsordnung scheint zunächst intakt geblieben zu sein. Sie betrachteten sich nicht nur als Verbündete wie andere Mexikaner, sondern nicht ohne Grund sogar als Mitsieger der Spanier. Auf Übergriffe, die es trotzdem gab, reagierten sie mit kostspieligen Gesandtschaften nach Spanien, aber auch mit wohldosierter Selbsthispanisierung. Zum Beispiel ließen sie schon 1540 die Akten ihres Stadtrates drucken und dann schafften sie sich 1549 eine regelrechte gut spanische Turmuhr an. Dann aber erlagen auch sie der Bevölkerungskatastrophe, die Amerika inzwischen erfasst hatte, und dem Vordringen spanischer Siedler. Aber auch Pedro de Alvarado, ein wichtiger ehemaliger Gefährte des Cortés, konnte die Eroberung des Hochlandes von Guatemala nur mit Hilfe einiger tausend Nahua-Krieger vollenden, die sein Bruder in Mexiko angeworben hatte. Deren Überlebende ließen sich anschließend im heutigen Antigua nieder und verewigten ihre Taten in einer neuen Bilderhandschrift. Erfolgreiche Expansion erklärt sich also erstens aus der individuellen Handlungskompetenz eines Cortés oder Alvarado und zweitens aus deren Kooperation mit indigenen Partnern. Entscheidend war aber dabei ein drittes, nämlich um welche Partner es sich dabei handelte, nämlich um die Angehörigen der vorspanischen Eliten. Cortés ließ drei seiner verschiedenen unehelichen Kinder vom Papst persönlich legitimieren. Darunter war nicht nur Martin, der Sohn der Doña Marina, sondern auch die erste Tochter Moctezumas, Tecuichpotzin, Baumwollblüte auf Deutsch. Die wurde 1521 getauft und hieß nun Doña Isabel. Sie hatte zuerst die beiden aztekischen Nachfolger ihres Vaters heiraten müssen, wurde dann zweimal mit Gefolgsleuten des Cortés vermählt und heiratete, zweimal verwitwet, schließlich 1532 einen dritten Spanier, von dem sie neben einem Sohn aus zweiter Ehe 5 Kinder hatte. Vorher aber war sie zusammen mit 2 ihrer Schwestern eine Konkubine des Cortés gewesen, von dem sie 1529 eine Tochter bekam. Aber als Tochter eines Rey Natural, als eines einheimischen Fürsten, wurde sie 1526 mit einer erblichen Encomienda ausgestattet, die schließlich die größte in ganz Mexiko war. Schwerreich war sie ein selbstbewusstes Mitglied der kolonialspanischen Gesellschaft, eine vorbildliche Ehefrau und ebenso fromme wie wohltätige Katholikin.
Im Gegensatz zur Nachkommenschaft des Cortés lebt übrigens der Name Moctezuma bis heute in verschiedenen Ländern weiter. Doña Isabel war aber kein Sonderfall. Auch Francisco Pizarro hatte eine Inka-Prinzessin als Konkubine, die schließlich seinen Halbbruder Hernando heiraten sollte. Waren die Machtverhältnisse erst einmal geklärt, dann wussten die bisherigen Eliten, sich rasch mit den Spanischen zu arrangieren, denn beide Seiten fanden ihren Vorteil dabei. Die indigene Führungsschicht wurde rasch integriert. Dem mexikanischen Altepetl, der hergebrachten Stadtgemeinde, konnte problemlos die spanische Stadtverfassung übergestülpt werden. Neben der Einsetzung eines spanischen Gouverneur wurde vielleicht der Fürst ausgewechselt, aber ansonsten blieb es beim hergebrachten oligarchischen Regime der örtlichen Pipiltin des mexikanischen Adels, der dann ganz allmählich hispanisiert wurde. Im Inka-Reich gab es stattdessen lokale oder regionale Häuptlinge, die Curacas, deren Allzuständigkeit von den Spaniern ebenfalls festgeschrieben wurde. Dabei wurde übrigens die traditionelle Streusiedlung des Inka-Reichs zusätzlich gewaltsam durch 614 geschlossene Dörfer für 1,5 Millionen Menschen ersetzt. Als die spanische Elite Perus 1555 der Krone 7,6 Millionen Pesos für die Erblichkeit der Encomiendas bot, die Erblichkeit notabene, erhöhte eine Versammlung der Curacas das Angebot auf 7,7 Millionen. Die Krone vermied die Entscheidung, aber die Lage war klar. Herren des Landes waren und blieben auch hier die miteinander verbündeten indigenen und spanischen Eliten. Unser Zwischenergebnis lautet infolgedessen folgendermaßen. Erstens ging die europäische Expansion von privater, nicht von amtlicher Initiative aus. Zweitens war der Erfolg von Zusammenarbeit mit Indigenen abhängig. Und drittens lief diese Kooperation auf ein Bündnis der Einheimischen mit den spanischen Eliten hinaus, auf Kosten der indigenen Unterschichten. Entscheidend ist nun dabei die Erkenntnis, das ist gewissermaßen mein nächster Schritt, dass sich dieser für Cortés und Umgebung gewonnene Befund für den ganzen Prozess der europäischen Expansion verallgemeinern lässt und auf diese Weise so fast beiläufig eine neue Gesamterklärung dafür zustande kommt. Also zunächst einmal zum ersten Punkt. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass Politik auch noch im 19. Jahrhundert und auch im kolonial führenden England nicht die Initiative ergriff oder gar nach einem Masterplan betrieben wurde, sondern nur auf Probleme reagierte. Denn die europäische Expansion war generell das Ergebnis informellen Handelns privater Akteure und nicht von formalisierten machtpolitischen Aktionen der Staaten. Die europäischen Staaten bzw. ihre Vorläufer kamen erst nachträglich und spät ins Spiel. Das gilt weitgehend nicht nur für die sogenannten Herrschaftskolonien spanischen Stils mit unterworfenen einheimischen Untertanen, sondern auch für die Gründung neuer rein weißer Siedlerkolonien britischen Typs, für die Partnerschaft mit Eingeborenen überhaupt nicht in Frage kam. Also kurz und gut, keine Kolonie des britischen Empire ist jemals von Amts wegen in London gegründet worden. Nichtsdestoweniger haben die Staaten als Kolonialmächte anschließend die Kontrolle übernommen oder übernehmen müssen. Und infolgedessen haben sie im Zeichen des Nationalismus die Geschichtsschreibung zur europäischen Expansion bis heute ebenso nachhaltig wie unzutreffend als nationalstaatliche bestimmt. Meine Überlegungen könnten daher auch als ein Versuch zur Überwindung des Nationalismus in der Wissenschaft betrachtet werden. Private Akteure handelten als Individuen, als Familien und als Gruppen sowie als Netzwerke und schufen sich anschließend bei Bedarf eigene Organisationen. Profitinteressen spielten dabei sicher eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle. Die Wirtschaftsinteressen traten vielmehr in der Regel sozial und kulturell eingebettet auf. Den privaten Akteur habe ich ursprünglich Unternehmer nennen wollen, aber der Begriff ist allzu sehr eingeengt. Was ich meine ist, ganz allgemein, unternehmende, unternehmungslustige Leute, die ihren wirtschaftlichen und
sozialen Vorteil auf die verschiedenste Weise, aber auf eigene Faust entschlossen wahrzunehmen wissen. Auf derartige Leute stoßen wir bereits in der antiken und mittelalterlichen Vorgeschichte der großen europäischen Expansion, angefangen mit der Schilderung der Phöniker in der Odyssee. Griechen und skandinavische Wikinger, hanseatische und italienische Kaufleute gehörten zu demselben Menschentyp wie portugiesische Seefahrer und die Teilnehmer der kastilischen Entradas. Portugiesen und Spanier verfügten außerdem über einschlägige Erfahrungen aus der iberischen Reconquista. Briten verfügten über Erfahrungen aus der Unterwerfung Irlands. Die portugiesischen und spanischen Kronen hatten zwar eine starke Stellung als Legitimationsinstanz für die Ergebnisse der privaten Aktivitäten, dem hatten die päpstlichen Bullen für Portugal 1452 bis 56 ebenso zu dienen wie die sogenannte Teilung der Welt zwischen Portugal und Spanien durch den Papst 1493. Wie früher die Eroberungen der Reconquista, als es darum ging, dass Spanien von den Moslems zurückerobert wurde, wie damals die Reconquista, so bestätigte die kastilische Krone hinfort die Errungenschaften der Conquista, zu der sie nach ersten Anläufen seit 1499 selbst kaum noch etwas beigetragen hatte. Nichtsdestoweniger eignete sie sich die Eroberungen an. Auch die Aktivitäten Prinz Heinrichs, des zu Unrecht sogenannten Seefahrers, der bis 1460 die Seele des portugiesischen Unternehmens war, wurde zwar 1441 durch ein Monopolprivileg der Krone autorisiert, sie blieben aber streng genommen sein Privatunternehmen. Er konnte froh sein, dass ihm zur Finanzierung die Mittel des Christusordens zur Verfügung standen, dessen Hochmeister er war. Erst als schwarze Sklaven auf den Markt kamen, begann der kontrollierte Andrang portugiesischer und ausländischer, vor allem italienischer Investoren. Und weil jetzt ein gutes Geschäft daraus geworden war, konnten Afrika und Handel und Entdeckungsfahrten 1469 zum ersten, aber nicht zum letzten Mal regelrecht an einen Privatunternehmer verpachtet werden. Nicht-iberische Seefahrer verschafften sich ihren Teil an der amerikanischen Beute nach alter Seefahrertradition. Ich habe schon gesagt, das heißt zunächst einmal als Seeräuber mit oder ohne Kaperbriefe ihrer Monarchen. Der französische Pirat Jean Fleury raubte unterwegs den Aztekenschatz. Seine englischen Nachfolger, die Drake, Hawkins, Raleigh, haben dabei sogar den Status von Nationalhelden erlangt. John Hawkins erweiterte im Auftrage seiner Investoren, zu denen auch Königin Elisabeth I. als profitbewusste Quasi-Privatperson gehörte. Er erweiterte die Palette einschlägiger Aktivitäten um Sklavenfang, Sklavenhandel und Sklavenschmuggel. Die portugiesische Handelsherrschaft im Indischen Ozean wurde von den Nordwesteuropäern zunächst mit kleinen Expeditionen ad hoc gegründeter Gesellschaften unterlaufen. Um 1600 zeichnete sich aber eine neue Organisationsform der Privatinitiative ab, die privilegierte Gesellschaft, Chartered Company, die auf Jahrhunderte hinaus die Überlegenheit privater gegenüber öffentlichen Expansionsinitiativen begründen sollte. Bei den Niederländern wurde mit politischer Nachhilfe 1602 zur Erzielung eines Monopsons in Asien eine Vereinigte Ostindien-Kompanie, die VOC, zustande gebracht und mit einem Monopol des Asienhandels ausgestattet, notabene eines Monopols für den niederländischen Handel. Dazu kam die Ermächtigung für politische und militärische Aktivitäten vor Ort. Dabei blieb es auch, als sich die ursprünglich befristete Privilegierung stillschweigend von selbst erledigt hatte und aus der VOC die erste moderne Aktiengesellschaft der Geschichte geworden war. Die englische East India Company wurde zwar schon 1600 gegründet, ihr Weg zur ständigen Aktiengesellschaft dauerte aber länger als bei den Niederländern, die im 17. Jahrhundert ohnehin stärker waren. Erst im 18. Jahrhundert sollten sich die Gewichte umkehren. Diese neue Selbstorganisation des privaten Kapitals erwies sich aber als so erfolgreich, dass allerorten solche Kompanien gegründet wurden. Zunächst sah es sogar so aus, als ließe sich nicht nur die Politik in den Dienst des Kapitals,
sondern auch das Kapital in den Dienst der Politik stellen. Denn auch die ersten geplanten Siedlungskolonien im französischen Kanada und im englischen Nordamerika waren als derartige von den Kronen privilegierte Kapitalgesellschaften organisiert gewesen. Denn die englische Monarchie war zwar stark, aber sie hatte kein Geld für Expansionspolitik. Abermals gingen Expansionsinitiativen von individuellen oder vergesellschafteten Privatinteressen aus, deren Kolonien von der Krone legitimiert oder privilegiert wurden, auch wenn auf Dauer die Siedler dann doch die Kontrolle übernommen haben. Hingegen gelang den beiden erfolgreichsten Handelsgesellschaften Asiens, der niederländischen auf Java und der britischen in Vorderindien, unter günstigen Rahmenbedingungen, aber dennoch eher zufällig, der Übergang vom Handel zur stabilen Kolonialherrschaft. Allerdings ging Niederländisch-Indien 1816 in Staatsbesitz über, während das Privateigentum der East India Company bis zur Katastrophe von 1857 durchaus respektiert wurde. Unterdessen hatten Militärs im Dienste der Kompanie, aber teilweise auf eigene Initiative, deren Herrschaft über den gesamten Subkontinent ausgedehnt. Anfangs ging es dabei in Bengalen schlicht um Beutemachen im großen Stil. John Perry hat diese Generation die neuen Konquistadoren genannt. Noch im 19. Jahrhundert war es möglich, dass der Abenteurer James Brooke auf Borneo das Fürstentum Sarawak erwarb, das 1888 dann zwar britisches Protektorat wurde, aber erst 1946 von der Herrschaft seiner Familie an die Krone überging. Der moderne europäische Staat, der seit dem Ende des 18. Jahrhunderts angesagt war, hatte für dergleichen eigentlich keinen Platz mehr. Dieser machtvollsten Erfindung der Menschheit war nichts und niemand gewachsen, auch nicht die großen Imperien Asiens, die bis dahin den Europäern ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen gewesen waren. Wenn jetzt infolge der zunehmenden Raumzeitkontraktion die Expansion und ihre Konflikte weltweit zunahmen und häufiger zur Gewalt gegriffen wurde, dann stand der Ausgang des Unternehmens von vornherein fest. Ich zitiere: "Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not." Auf Deutsch: Was immer passieren mag, wir haben das Maschinengewehr und die haben es nicht. Dennoch änderte sich erstaunlich wenig am Ablauf und an der Schlüsselrolle privater Initiativen und Aktivitäten. Das hängt damit zusammen, dass Kolonialherrschaft für die meisten Staatskassen nach wie vor ein Verlustgeschäft war, während die Gewinne von Privatleuten gemacht wurden. Wenn die Politiker sich dennoch auf koloniales Engagement und auf Annexionen einließen, dann galt es zumindest, die laufenden Folgekosten niedrig zu halten. Deswegen versuchte noch Bismarck, die Kolonialverwaltung den wirtschaftlichen Nutznießern selber in Gestalt von Charterkompanien aufzubürden, die Privatleuten einen zusätzlichen Spielraum einräumte, den sie zu Hause nie gehabt hätte. Nach wie vor wurde die Expansion von unternehmungslustigen, an wirtschaftlichem und sozialem Gewinn interessierten Individuen oder von einschlägigen Interessengruppen vorangetrieben. Großbritannien war, das ist jetzt ein nächstes Beispiel, zwar makroökonomisch auf die Opiumexporte aus Indien nach China angewiesen, um nämlich seine Teeimporte von dort zu bezahlen und so seine negative Zahlungsbilanz auszugleichen. Als China endlich von der eingespielten Korruption zur Bekämpfung des Opiumhandels überging und indisches Opium vernichten ließ, verlangten die Opiumkaufleute, die britischen notabene, mit ihrer wohlgefüllten Kriegskasse mikroökonomisch 2 Millionen Pfund Schadenersatz, weil der britische Agent in Kanton notgedrungen die Auslieferung des Opiums angeordnet hatte. Das britische Kabinett Melbourne hatte dieses Geld nicht, weshalb zur Wiedergutmachung Krieg geführt wurde, weil China nämlich die geheiligten Grundsätze des Privateigentums verletzt habe. Der Opiumhändler Jardine hatte dem Kabinett aber über Palmerston bereits einen fertigen Kriegsplan vorlegen lassen. Vom Opium war überhaupt nicht die Rede. Der Handel damit expandierte weiter, denn der chinesische Markt war hinfort geöffnet und England hatte durch den Erwerb von Hongkong künftig den Fuß zwischen der Tür. Das Ganze ein klassischer Fall, wie sich aus privaten Problemen an der Peripherie, vermittelt durch private Interessen in der Metropole, gewaltsam politische Expansion ergab.
Private Expansionsinitiativen liefen oft genug schon selbst auf Gewalt hinaus. Zum Beispiel, als König Leopold II. Von Belgien in Afrika mit seiner privaten Erschließung des Kongo-Beckens begann. In Leopolds Auftrag stellte der Abenteurer und Afrikareisende Henry Morton Stanley seit 1878 mit zweifelhaften Verträgen und brutalen Methoden die Kontrolle über das Land am großen Strom her. Die anschließenden Kongo-Gräuel in Leopolds Privatkolonie sind bekannt. Aber die Ausbeutung des französischen Kongo jenseits des Flusses durch rund 42 staatlich konzessionierte Aktiengesellschaften oder diejenige des deutschen Kamerun sahen kaum anders aus. In kleinerem Maßstab, aber ähnlich brutal, führte sich zwischen 1884 und 92 der Historiker und Philosoph Karl Peters als deutscher Kolonialpionier und Herrenmensch in Ostafrika auf. In allen deutschen Kolonien Afrikas stand Privatinitiative am Anfang. Aber nirgends waren die Initiatoren imstande oder auch nur willens, auf Dauer mit einer eigenen, geordneten Verwaltung für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Auch nicht in Gestalt einer Chartergesellschaft. Im Gegenteil, die Konflikte nahmen zu, sodass das Reich überall die Verantwortung übernehmen musste, oft genug auch für die Folgen der Taten dieser sogenannten Pioniere. Auch wo die Selbstorganisation der Interessen in die Fremdorganisation des Staates mündete, war es dennoch nicht das Macht- und Prestige-politische Kalkül von Zentralregierungen, sondern es war die vielgestaltige Privatinitiative, von der die europäische Expansion angetrieben wurde. Zum zweiten Thema. Die Ablösung des nationalhistorischen Paradigmas durch das individualhistorische gehört in den Zusammenhang der Ablösung der Systemtheorie durch die Handlungstheorie, konkreter der Auflösung von Strukturgeschichte durch eine neue Art Ereignisgeschichte. Damit war aber, und darauf kommt es an, der binäre Code erledigt, der nur übermächtige Täter und ohnmächtige Opfer gekannt hatte. Die klassische Dependenztheorie von der ausweglosen Unterentwicklung der Dritten Welt war insofern sogar rassistisch, als sie den Opfern keine Handlungskompetenz zur kreativen Reaktion zutrauen wollte. Schon vor dem Peripheral Turn des David Fieldhouse in 1973 hatte Ronald Robinson zum zweiten Mal eine historiografische Wende angemahnt, als er 1972 den Aufsatz Non-European Foundations of European Imperialism, Sketch for a Theory of Collaboration, veröffentlichte. Dieser Impuls sollte allerdings erst seit den 1980er Jahren weltweit Früchte tragen, nicht nur, aber auch infolge einer moralischen Blockade. Denn das deutsche Fremdwort Kollaboration lässt sich wörtlich als Zusammenarbeit entschärfen, während Englisch und vor allem Französisch Collaboration erst einmal als Cooperation übersetzt und neutralisiert werden muss, bevor man davon handeln kann. Denn Kollaborateure gelten nicht erst in Vichy-Frankreich schlicht als ruchlose Verräter. Freilich ist diese moderne, eindeutige Unterscheidung von Bösen und Guten ziemlich fragwürdig. Historisch gesehen ist sie schlicht anachronistisch. Nichtsdestoweniger ist es und wegen der bekannten moralischen Blockade nicht leicht, die praktische Zusammenarbeit zwischen Indigenen und Europäern unbefangen zu untersuchen. Natürlich war die Beziehung zwischen Cortés und Malinche ungleichgewichtig und problematisch. Aber nichtsdestoweniger ein Fall erfolgreicher Zusammenarbeit, der zu Recht von der Überlieferung verewigt wurde. Sogar einer der höchsten Berge Mexikos trägt den Namen Malinche. Aber der fragmentarische Charakter dieser Überlieferung hat dann dazu geführt, dass ihre Heldin den Bezug zur historischen Realität immer mehr verlor und bis heute, positiv, zur paradigmatischen Gründerfigur eines Volkes von Mestizen wurde, negativ zur paradigmatischen Verräterin ihres Volkes. Malinchismo wurde schließlich zur Bezeichnung für jede Entfremdung durch ausländische Einflüsse bis hin zur Kritik an der mexikanischen Ölgesellschaft Pemex. Der Vorwurf des Verrats taucht aber erst seit dem 19. Jahrhundert auf.
Er ist offensichtlich überall ein Produkt des Nationalismus und seines modernen Staates. Anders gewendet: Vaterlandsverräter kann es überhaupt erst geben, seit es Vaterländer oder Nationen gibt. Diese Art Verrat ist eine moderne und damit für den größeren Teil der Expansionsgeschichte anachronistische Kategorie. Die Zusammenarbeit von Indigenen mit Europäern wurde überwiegend sogar erst seit der Dekolonisation, also rückwirkend, als Verrat qualifiziert. Denn die Bezugsgröße, der moderne Nationalstaat, musste in den meisten Fällen überhaupt erst einmal konstruiert werden. Nicht nur die Namibier, sondern auch die Inder mussten erst einmal lernen, dass sie Namibier oder Inder sind. Der Wandel setzte nur zu verschiedenen Zeitpunkten, jeweils früher oder später, ein. Während der Kriege des 19. Jahrhunderts zum Beispiel war in Neuseeland jemand Kupapa, das war jemand, der sich herauszuhalten verstand. Heute bezeichnet das Wort schlicht den Verräter an der inzwischen entstandenen nationalen Sache der Maori. Also weltweit gehörte und gehört die Loyalität der Menschen weder einem Staat, den es noch nicht gab, noch einem Imperium, das es vielleicht gab, aber mit dem sie wenig zu tun hatten und das sie oft genug als repressiv empfanden. Ihre Loyalität gehörte stattdessen der eigenen Familie und den kleineren oder größeren Gruppen, mit denen sie zusätzlich verbunden waren. Entsprechend haben sie sich verhalten und auf die europäische Expansion mit Wahrnehmung ihrer Interessen reagiert, das heißt entsprechend den Machtverhältnissen mit Zusammenarbeit und sogar mit Anpassung, wenn das angesagt war. Das war nicht nur vernünftig, sondern ganz bewusst, anachronistisch gesprochen, sogar politisch korrekt. Das Ergebnis brauchte aber deswegen nicht eindeutig auszufallen, vor allem wenn Indigene und Europäer verschiedene Vorstellungen von der Zusammenarbeit hegten. Das Problem Zusammenarbeit stellte sich ohnehin nicht nur in den Herrschaftskolonien, denn Stützpunkte und Siedlerkolonien waren anderswo per Definition ohnehin in europäischer Hand. Allerdings stellten die lateinamerikanischen Kolonien eine Mischform dar, geprägt von einem mehr oder weniger großen Anteil weißer Siedler, aber in aller Stille doch bestimmt von einer indigenen Mehrheit. Mehr war in den vormodernen iberischen Reichen nicht möglich, denn konsequente Herrschaftskolonien, etwa wie in britischen Indien, setzten den modernen Staat voraus, der erst mit dem 18. Jahrhundert seine volle Entwicklung erreichte. Nicht zufällig begann die britische Herrschaft über Indien damals im 18. Jahrhundert. Der moderne Herrschaftsapparat wurde in Indien von wenigen tausend, in den britischen und französischen Kolonien Afrikas von wenigen hundert europäischen Beamten kontrolliert, die oft genug sogar nur befristet eingesetzt waren. Das war möglich, weil erstens inzwischen dank Dampfschiffen, Telegrafen und dem Suezkanal die Kommunikation nur noch Tage oder Wochen brauchte, während sie früher Jahre gedauert hatte. Zweitens, weil inzwischen allen Beteiligten klar war, dass der zahlenmäßigen Schwäche der europäischen Verwaltung die stets realisierbare Möglichkeit des Einsatzes europäischen Militärs entsprach. Und nur unter diesen beiden Voraussetzungen war drittens die numerisch überwältigende Beschäftigung von indigenem Personal und auf der untersten Ebene sogar von indigener Selbstverwaltung möglich. 1940 kamen auf 20 Millionen Nigerianer 386 weiße Beamte. Für hunderte Millionen von Indern waren es 1909 nur 1.142 Angehörige des zu 95% britischen Indian Civil Service. Daneben gab es immerhin seit 1893 einen indischen Provincial Service, Civil Service, mit 1.827 Mitgliedern und 1887 darüber hinaus 21.466 untergeordnete indische Administratoren. Während Britisch-Indien der kostbarste Edelstein der Krone war, blieben die meisten Kolonien der meisten Mächte allerdings Zuschussbetriebe, die deshalb kostengünstig, extensiv, auf vormoderne Art und Weise regiert werden sollten, das heißt, möglichst weitgehend durch kostenneutrale Selbstverwaltung. Das war auch das Geheimnis der berühmten britischen Indirect Rule über indische und afrikanische Fürsten,
die im Übrigen ohne diesen Namen schon bei den alten Römern, den Spaniern und den Franzosen üblich war. Sie war keineswegs das Ergebnis britischer politischer Weisheit, sondern britischer Sparsamkeit. Die zahllosen untergeordneten Amtsträger konnten freilich ebenso wie der Steuer- und Polizeiapparat großenteils in Indien bereits vom Mogulreich übernommen und angepasst werden. In Afrika war das nur ausnahmsweise möglich, in Teilen Ugandas, Nigerias oder des heutigen Ghana. In der Regel hingegen regierten Briten und Franzosen und andere Kolonialmächte stattdessen durch von ihnen bestätigte oder bestellte Amtshäuptlinge. Bei allen Unterschieden im Einzelnen waren diese Leute das Rückgrat der europäischen Herrschaft über Afrika. Auch das Militär wurde auf ähnliche Weise kontrolliert, soweit es sich nicht um europäische Eingreiftruppen handelte. Die Offiziersstellen blieben Europäern reserviert, obwohl er gerade weil der Chorgeist indigener Einheiten sorgfältig gepflegt wurde. In den beiden Weltkriegen freilich nahm diese unfreiwillige Zusammenarbeit der Inder und Afrikaner gigantische Ausmaße an. 2,5 Millionen Inder dienten Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. 180.000 kamen ums Leben oder wurden gefangen. 160.000 Westafrikaner kämpften für Frankreich, davon 100.000 gegen Deutschland. 30.000 fielen. Die Briten setzten in Afrika 374.000 afrikanische Soldaten und 165.000 unbewaffnete Pioniere und Hilfskräfte ein. Spätestens hier lässt sich mit Händen greifen, wie sehr die europäische Herrschaft auf indigene Kooperation angewiesen war. Zum dritten und letzten Punkt, relativ kurz. An dieser Stelle wird aber auch besonders deutlich, dass die Zusammenarbeit der Europäer mit Indigenen zwar durchaus selbstständig, deswegen aber in der Regel keineswegs auf gleicher Augenhöhe stattfand. Die Tlaxcalteken, der Nizam von Hyderabad im 18. Jahrhundert und manche andere fühlten sich zwar als Herren der Lage und nahmen die Europäer gerne ihrerseits als abhängige Partner wahr, aber sie irrten sich. Nicht nur in Indien brauchte es allerdings Jahrhunderte mehrdeutigen und unentschiedenen Miteinanders mit Indigenen, bis sich die expansive Dominanz Europas endgültig durchsetzen konnte. In Afrika fielen die Würfel endgültig erst im 19. Jahrhundert. Bis dahin blieb vor allem der europäische Sklavenhandel ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, denn bekanntlich wurden die Sklaven fast immer von Afrikanern gefangen und verkauft. Wir stoßen hier mit seltener Eindeutigkeit auf ein strukturelles Bündnis europäischer und afrikanischer Eliten auf Kosten afrikanischer Unterschichten. Afrikanische Herrschaft und Geschäftsleute fingen die Sklaven und verkauften sie, wobei wahrscheinlich, modern und scheußlich gesprochen, 50% Kollateralschäden anfielen. Europäische Händler kauften und verkauften die Sklaven, europäische Seeleute transportierten sie, und europäische, freilich bisweilen auch afrikanische Geschäftsleute hielten sich Sklaven auf ihren Plantagen. Der Befund ist zwar selten so eindeutig, aber bei genauem Zusehen auch alles andere als eine Ausnahme. Wir sprachen bereits von der Symbiose der indigenen und spanischen Eliten Mexikos und Perus. Am Ende folgte sogar die Dekolonisation den Regeln von Elitenzirkulation und Elitenkonvergenz. Denn neue indigene Eliten lernten von ihren europäischen Herren deren Geschäfte, bis sie aus unterschiedlichen Gründen in die Lage kamen, auch deren Rolle zu übernehmen. Und oft wurde die feindliche Übernahme anschließend unausweichlich eine freundliche. Für die Masse änderte sich wenig. Manchmal waren die letzten Dinge sogar schlimmer als die ersten. Denn manche der neuen asiatischen und afrikanischen Herren stellten die übelsten Kolonialgouverneure in den Schatten. Ich fasse zusammen. Für den gesamten europäischen Expansionsprozess ergibt sich als Ergebnis die Skizze eines neuen Gesamtentwurfs. Die Expansion unterlag zunächst einer langen und wechselnden Liste notwendiger Bedingungen. Das sind solche, die zwar gegeben sein mussten, aber ohne dass sich der Prozess damit hätte vollständig erklären lassen. Er wurde durch sie nur wahrscheinlicher gemacht. Zu solchen Bedingungen gehört zum Beispiel die hohe maritime Durchdringung Europas, die Rolle der römischen Kirche oder die mehrfach angesprochene Entwicklung des modernen Staates.
Dem möchte ich als hinreichende Bedingung, die nun den Ausschlag gibt, die drei konvergierenden Faktoren gegenüberstellen, deren Zusammenspiel den Ausschlag gegeben hat. Erstens die Dynamik individueller Initiativen, zweitens die Kooperation von Europäern und Indigenen, drittens die Bündnisse zwischen europäischen und indigenen Führungsgruppen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wollen Sie stehen bleiben oder kommen Sie runter? Dann wechseln wir einfach. Setzen Sie sich, ja. So, wir haben dort Mikro stehen. Wenn Fragen sind, bitte zum Mikro gehen. Ich habe vorweg noch eine, die mich speziell interessiert, weil das Thema Religion und Missionare hat jetzt überhaupt keine Rolle jetzt in Ihren Ausführungen gespielt. Aber wir wissen ja, dass ein Teil eben des Vordringens sowohl in Südamerika, Mittelamerika und vor allem Afrika eben von Missionaren begleitet war. Gut, vom Norden und Osten kam der Islam und islamische Händler, aber mit den französischen und auch englischen ging ja doch immer starke missionarische Tätigkeiten einher. Es gab ja auch diesen Aussage, der Engländer bringt die Bibel und er meint Cartoon. Also einfach die Frage, was ist eigentlich mit dieser doch immer wieder über lange Zeit doch auch von uns geförderten und von den Kirchen betriebenen missionarischen Tätigkeit? Das ist natürlich auch, habe ich die Maschine? Das ist natürlich auch ein ziemlich komplexes Thema, aber man kann vorab ganz im Sinne meiner Überlegungen sagen, von Staats wegen wurde Mission eigentlich nur ausnahmsweise betrieben, nämlich im Falle Spaniens. Spanien hat Zehntausende von Missionaren nach Lateinamerika geschickt und auch finanziert. Aber im übrigen Rest waren das im Grunde private Initiativen, es sei denn, man will die Kirche nun als Staat betrachten. Aber wir würden das jetzt mal prinzipiell als eine kirchliche Angelegenheit betrachten. Das ist schon deswegen so, weil zwar der Katholizismus monolithisch war, aber die evangelischen Missionen ja völlig, ja, ich hätte beinahe gesagt, desorganisiert waren. Es gab ja haufenweise Missionsorganisationen und Missionsgesellschaften, die sich auch rivalisierten und so weiter und so fort. Was natürlich eine Tatsache ist, ist, dass der Prozess dann unterm Strich mit der Expansionsgeschichte konvergiert, nicht? Sodass dann immer wieder zur Zeit der marxistischen Kritiker hieß es, ja, die Missionare sind ja nur Agenten des Kapitals und so weiter. Und ganz so einfach war die Geschichte nicht. Es gibt tatsächlich eine große Konvergenz und ein Zusammenspiel mit der offiziellen politischen Seite der Expansion. Aber es gibt auch Kontroverse. Der erste war Las Casas, der sich schwer schon im 16. Jahrhundert mit der offiziellen spanischen Politik angelegt hat. Und es gibt auch zahlreiche andere, also mich fällt jetzt einen gewissen Moment, fällt mir der Name ein, ich glaube, er heißt Nagel, ein biederer evangelischer Missionar aus dem 19. Jahrhundert, der also knallhart gesagt hat, der Bruder Neger ist vielleicht ein jüngerer Bruder, aber er ist mein Bruder. Und das wollen wir mal festhalten, nicht? Ja, wir haben war eine Frage jetzt oder? Nee, bitte, dann. Kleine Verständnisfrage. Sie haben die Länder genannt, die nie Kolonie waren. Also ich weiß jetzt, dass die Menschen im Königreich Tonga behaupten, dass sie auch nie Kolonie waren. Liegen die falsch? Gut, dann, das ist ein genialer Einwurf. Ich habe natürlich das jetzt weggelassen, denn im Prinzip würde ich sagen, da müssten wir halt Tonga dazu addieren, weil Tonga war zwar unter informeller Kontrolle wie China und andere, aber es war tatsächlich nicht offiziell beherrscht. Allerdings ganz ähnlich, so viel ich weiß, ganz ähnlich wie im Falle der genannten fünf großen Länder, ein bisschen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, nicht? Also das ist ein netter Beitrag, werde ich mir merken. Das nächste Mal, wenn ich einen Vortrag halte, habe ich sechs.
Ja, ich habe hier aus dem Netz eine Frage von einem Herrn Peter F. Aber war die Kooperation zwischen Kolonisten und Kolonisierten wirklich auch immer so freiwillig und nicht oft alternativlos, um als Einzelperson oder Volk zu überleben? Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und in der Tat ist es so, dass sehr häufig natürlich die Kolonialherrschaft ein Zwangsunternehmen war. Aber der Pfiff bei meiner Überlegung und bei dem, was die Forschung inzwischen herausgefunden hat, ist ja gerade der, dass wir nicht mehr wie in Zeiten der Dependenztheorie von vornherein klar war, wie die Verhältnisse liegen, sondern dass unter der Hand sehr häufig die westlichen Mächte gar nicht in der Lage waren, das Ganze zu kontrollieren und nachzuvollziehen und so weiter und so fort. Dass Afrikaner zum Beispiel sehr häufig die westliche Herrschaft in aller Stille unterlaufen haben. Und das hängt damit zusammen, dass ja das habe ich ja hoffentlich deutlich gesagt, dass der Zwangsapparat ja sehr häufig bereits in einheimischer Hand war. Und zwar im Prinzip nach den westlichen Spielregeln funktionieren musste, aber unter der Hand halt eben dann doch einheimisch funktioniert hat, nicht? Also die ganzen Häuptlinge und was es in Afrika gab oder die Verwalter in Indien. Das war so ein ambivalentes Geschäft, das nicht so ganz eindeutig auf schwarz oder weiß festzulegen war. Es gibt ein Thema, was in der letzten Zeit eine große Rolle gespielt hat, ist das Thema Raubkunst. Da spielt eine zentrale Rolle das Königreich Benin und die dort entstandenen sogenannten Benin-Bronzen, die bei einer englischen, wie es heißt, Strafexpedition erbeutet wurden, beschlagnahmt wurden, haben sicherlich damals die Engländer gesagt, und dann nach London gebracht und dort auch dann versteigert. Da ist eine ganze Menge in Berlin gelandet. Der dortige Chef des Museums, ein Österreicher, hat dann dafür gesorgt, dass auch Wien ordentlich was abbekommen hat, ist auch auf die deutschen Museen verteilt worden. Das sind diese Bronzen, die über Zeitraum von 5, 6, 700 Jahren gegossen wurden und irgendwie in die Tradition dieses Königreiches gehört haben. Zumindestens war es ja doch so, dass dieses Königreich unter anderem seinen Handel mit den Engländern bis in das frühe 19. Jahrhundert auf der Basis Sklavenhandel betrieben hat und damit einfach in der Nachbarschaft die dortigen Völker überfallen hat und dann anschließend die Sklaven verkauft haben. Was dann nachher nach dem Abolition Act sich ja in England durchgesetzt hatte, mussten die auf andere Handelsobjekte umsteigen. Da war Elfenbein, spielte eine große Rolle und anderes mehr. Aber wir neigen jetzt so ein bisschen dazu in der Debatte, das ist dieses arme Königreich Benin, was von den furchtbaren Europäern mit dem Maxim-Maschinengewehr in der Tat, dagegen war überhaupt nichts auszurichten, überfallen und genotzüchtigt wurde geradezu und ausgeraubt. Ist das die richtige Lesart oder gibt es da auch noch irgendwelche Grauzonen? Also im Falle Benin haben meines Erachtens, so viel ich weiß, ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, haben die Kritiker durchaus recht, denn die Benin-Bronzen wurden nun tatsächlich geklaut und dann verscherbelt. Das ist ein klarer Fall, aber keineswegs alle Dinge, die aus Afrika oder anderen Teilen der Welt stammen, sind auf diese Weise erworben worden. Ich besitze zum Beispiel einen schwarzen Christus,
den mir eine Missionars, ich hatte einen geistlichen Onkel und eine fromme Schwester, die in Afrika gearbeitet hat, hatte das meinem Onkel geschenkt. Eine Preisfrage, hat jetzt irgendein armer Afrikaner diese Nonne vergewaltigt, dass sie das Kunstwerk schaffen muss? Muss ich also jetzt sozusagen für meinen alten Onkel da Genugtuung leisten, verstehen Sie? Das ist eine ziemlich dubiose Geschichte. Und im Übrigen ist es nicht so ganz günstig, wenn man allzu stark aufdröhnt, denn wir haben ja in Europa eine große Tradition von Kunstdiebstahl, also was so im Louvre rumsteht und im Britischen Museum. Das sind ja auch viele Dinge, die nun auch von westlicher Seite nicht ganz ehrenhaft erworben wurden. Frau Sauer hat ja zwei Bücher darüber veröffentlicht, nachdem der Herr Präsident in Frankreich auf einmal entdeckt hat, man könnte ja da eine Wiedergutmachung starten, die wenig kostet, sehr interessant politisch. Aber wenn Sie zum Beispiel nach Athen gehen, da gibt es ein Akropolis-Museum, das sind Fotografien, der Skulpturen der Akropolis in eine Repräsentation der Akropolis integriert. Weil die Originale, die wurden von den Briten geklaut und die sind im Britischen Museum. Die Briten wollen die Griechen wollen die schon lange haben, aber sie kriegen sie nicht. Ne? Das ist bei uns das Problem mit der Kleopatra, ob die uns jetzt demnächst abhanden kommt. Obwohl ja da von findigen Juristen immer gesagt wird, das sei ein fairer Deal gewesen. Und ja, da, also ich habe in dieser Frage auch eine ziemlich klare Meinung. Die Großteil dessen, was wir in unseren ehemaligen Völkerkundemuseen haben, das sind Dinge, die einfach auf durchaus legalen Wege durch Tausch oder sonst was einfach mitgenommen wurden und gesammelt worden sind. Es gibt ja wenige Dinge, die diese außerordentliche Qualität haben, die es zum Beispiel bei den Benin-Bronzen der Fall ist. Und ich bin der Meinung, nachdem man in Afrika angefangen hat, diese Fragen und die zu suchen, auch nach der eigenen Identität und Vergangenheit zum Thema macht und ja bei der Nation-Building irgendwie versucht, sowas wie Traditionen und zu entwickeln, dass man denen dabei helfen soll. Und ob jetzt in Berlin da 250 oder meinetwegen nur noch 50 Benin-Bronzen sind, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, wenn man dort den Anspruch, den ja das Museum hat, nämlich aller Welt zu zeigen, welche großartige Kunst in Afrika entstanden ist. Das ist ja ein durchaus antirassistischer Ansatz, der dahinter steckt, die Sachen zu bewahren, zu sammeln und zu zeigen. Wenn Sie das brauchen, um bei sich damit auch entsprechende Dinge zu machen, dann soll man das zurückgeben. Aber es gibt bei vielen Sachen einfach so, dass die Botschafter dieses großen Kontinents oder auch Ozeaniens sind, die mithelfen, eben auch weltweit zu zeigen, welche kulturellen großartigen Leistungen dort stattgefunden haben. Und natürlich, wenn man beim Louvre sagt, alles Geklaute raus, da haut auch die Mona Lisa ab und sind so viele Dinge, sind dann einfach nicht mehr da. Aber die Mona Lisa gehört allen, ob die jetzt in irgendeinem italienischen oder in einem französischen Museum steht. Die ist wunderbar untergebracht im Louvre und findet dann dort die entsprechende Wertschätzung. Also da muss man eben auch zu sehen, dass es darum geht, um eine Weltkultur, die eben auch uns allen gehört und die wir gemeinsam pflegen sollen und was dann wieder helfen kann, die Identitätsfragen oder auch solche Dinge zu lösen, das soll man bitte in Gesprächen tun. Also ich sehe das verhältnismäßig entspannt. Ich wollte nur noch bemerken, dass natürlich kann man solche Dinge aufrechnen. Ich habe ja lange im Vatikan gearbeitet und da gibt es die Bibliotheca Palatina, die der Herzog von
Bayern damals den Pfälzern abgenommen hat, nach der Niederlage der Pfälzer, und an den Vatikan geschenkt hat. Was ist jetzt? Soll man die zurückgeben? Soll man die Pfälzer an Nordrhein-Westfalen oder soll man die zurückgeben? Was soll man machen? Nicht? Also kann man vom Vatikan natürlich auch verlangen. Aber die Aufrechnerei ist an sich im Prinzip natürlich korrekt, aber sie endet meines Erachtens schlussendlich dann häufig in Sackgassen. Deswegen neige ich dazu, da irgendwelche Kompromisse zu finden. Ja, ich glaube, meine Lösung ist erschlagend, denn wir als Saarländer müssen ja sagen, wir haben Schloss Karlsberg, was zwar nur per Zufall saarländisch ist, eigentlich sind das ja die Zweibrücker, die ja in die Pfalz gehört, also jenseits der Grenze sind, aber es gibt diese wunderbare Bibliothek von Schloss Karlsberg, die ist in Bamberg. Und die Bayern haben ihre Pinakothek aufgebaut mit der Raubkunst aus Schloss Halberg, aus Schloss Karlsberg. Das ist ursprünglich alles, was dort in der alten Pinakothek so als großartige Sammlung hängt, das hing vorher in Schloss Karlsberg und ist dann mitgenommen worden, als geflüchtet wurde vor den französischen Revolutionstruppen. Da hat man die Sachen gerettet und über den Rhein geschafft. Und da sind sie dann geblieben. So, und das fordern wir auch nicht zurück, sondern wenn jemand das sagen will und bibliophil ist wie ich, dann fährt er eben in der Frage nach Bamberg, um zu gucken. Oder wenn er noch einen der alten Schinken sehen will, die in Schloss Karlsberg waren, soll er gefälligst in die Pinakothek in München gehen. Also da glaube ich schon, dass man das etwas leichter sehen kann. Ich habe, das dann kommt eine Frage aus dem Netz. Mich würde interessieren, wie Professor Reiner zu den Schulbuchdarstellungen von Kolumbus und Cortez steht. Ist da ein ausreichender Wandel erfolgt oder muss da noch mehr passieren? DJ 213 hat das gefragt. Also den Schulbuchmarkt kenne ich nicht im Detail, aber nach den Kontakten, die ich mit Gymnasiallehrern hatte, habe ich doch den Eindruck, dass sich da einiges getan hat und vielleicht auch dank einiger Aktivitäten meinerseits und von Kollegen doch einiges in den Schulen gesickert ist, sodass man vielleicht eher befürchten muss, dass die interessanten Momente der Kooperation dann allzu sehr in den früheren marxistischen Stil geraten und man sagt, waren alles Verbrecher und so weiter. Natürlich waren es Verbrecher, aber sie waren auch noch einiges andere, nicht? Und das ist ein Punkt, glaube ich, wo sich doch einiges getan hat nach meinen Kontakten mit Schullehrern. Aber wie gesagt, ich kann das nicht profund und wissenschaftlich nachprüfen. Muss ich irgendwann Kolumbien umbenennen? Ja, bitte. Sie haben eben den Karl Peters erwähnt und wir haben ja noch einige andere Personen, die in der deutschen Kolonialzeit mehr oder weniger unselig gewirkt haben. Wie sollen wir mit diesem Erbe in Anführungszeichen umgehen? Es gibt ja unter Historikern auch den Streit, was darf noch weiter so heißen, was soll man dringend ändern? Da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu gehört. Ja, da sind Sie bei meinem Lieblingsthema angelangt, nämlich unserer eigenen politischen Korrektheit. Und ich fürchte halt, unsere politische Korrektheit führt manchmal zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit und wird manchmal geradezu lächerlich. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich Herrn Peters verteidigen möchte. Und wenn genügend Zeitgenossen finden, dass der Peters es nun wirklich nicht verdient hat, dass man eine Straße nach ihm benennt, dann soll es mal so sein. Aber trotzdem, es ist also in Freiburg, wo ich lebe, da gab es eine Kommission, wo die Straßen, ich sage immer die Freiburger Straßenreinigung, wo also überprüft wurde, ob die Leute jetzt korrekt sind oder nicht. Ne? Aber ich habe dann einen Leserbrief geschrieben, habe gesagt, ja, hören Sie mal, mein lieber ein Kollege von mir war da der große Rufer im Streit. Die Stadt Freiburg hat ja Glück, dass es keine Lutherstraße in Freiburg gibt, denn Luther war ja Antisemit, also weg mit Luther, nicht? Aber was haben Sie denn mit Goethe? Goethe war auch Antisemit, aber es gibt eine Goethestraße, ein Goethe-Gymnasium, ein Goetheplatz in Freiburg. Ja, was? Los jetzt, nicht? Und dann haben Sie festgestellt, ja, Heidegger, der war ja Nazi, großer Philosoph, aber Nazi. Es gab einen Heidegger-Weg in Freiburg.
Da wohnte kein Mensch, infolgedessen hat man den sehr rasch umwidmen können. Ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, der heißt nicht mehr Heidegger Weg. Aber die Hans-Jakob-Straße, die hat Zehntausende von Einwohnern. Und Hans-Jakob war auch Antisemit, aber die Stadt getraut sich natürlich nicht, die Hans-Jakob-Straße umzuwidmen, weil das wäre viel zu kostspielig und gäbe grässlichen Ärger. Nicht? Das heißt, Sie sehen, wie absurd das Ganze werden kann, so wie man anfängt, es allzu gründlich zu betreiben. Das heißt, wenn es sein muss, okay, dann machen wir es, aber ich würde nicht sagen, man darf da nicht... Also ein klassischer Fall, der mir einfällt, ist Hindenburg, der völlig gaga war, so wie ich demnächst. Und es gab also eine Hindenburgstraße, die musste beseitigt werden, weil Hindenburg ja den Nationalsozialismus gefördert hat, nicht? Und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite war der Mann immerhin ein legitimes, gewähltes Staatsoberhaupt Deutschlands. Kann man den dann einfach so abservieren, bloß weil er ein Trottel war? Kann man sozusagen alle seine Wähler posthum für Idioten erklären, die ihn gewählt haben? Nicht? Also da merken Sie, wie die Selbstgerechtigkeit bei uns durchschlägt. Also ich würde sagen, das Ganze funktioniert nicht und deswegen sollte man doch ein bisschen behutsam sein und es nicht allzu ernst nehmen. Man muss auch ein bisschen, naja, also es ist ein Sonderfall, sind die Denkmäler, nicht? Also die Kolonialdenkmäler, die irgendwo rumstanden und kein Mensch hat sich darum geschert. Auf einmal wurden sie wiederentdeckt und jetzt müssen sie feierlich entsorgt werden, statt dass man die ihrem Schicksal überlässt, nicht? Ja, ich habe dazu auch eine Meinung. Dieses Umbenennen von Straßen aufgrund der jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Mehrheit, das ist hier bei uns in Saarbrücken in extenso erfolgt, zwar je nachdem, wer dann gerade die Oberherrschaft hatte. Und als die Nazis, da gab es die Bahnhofstraße, hieß dann Adolf-Hitler-Straße, und das ist natürlich auch völlig zu Recht nach dem Kriege wieder umbenannt worden, aber es gab dann das Saargebiet, Saarland, dann unter der Führung der Emigranten, wenn man das will, es war sowohl Hoffmann als auch Kirn, waren beide rückgekehrte Emigranten und es war eine Mehrheit der SPS und der CVP, die auch beide von Emigranten geführt wurden, die diesen nationalen Bezug nicht hatten, von den im Lande geblieben. Und da ist die sehr viele Straßen bei uns umbenannt worden und nicht nur die Bahnhofstraße, sondern umbenannt worden ist auch die Großherzog-Friedrich-Straße. Und die wurde umbenannt in Max-Braun-Straße. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen, die dann nochmal die Hohenzollern-Straße wurde Warnstraße genannt. Also man fand für all diejenigen, die nicht angesehen waren, sondern als ein Teil dieses Vorlaufes auch der nationalsozialistischen Zeit gesehen wurden. Die Straßen wurden auch in dem Sinne gereinigt. Und als dann 1955 die Abstimmung in die andere Richtung ging, man sich plötzlich wieder entschied, dass man doch unbedingt zu Deutschland wollte und diese Eigenständigkeit, die durchaus mal im Saarland eine Zeit lang auch von den Menschen akzeptiert worden war, wieder umgewandelt wurde in diese deutsche Zugehörigkeit. Da ging das genau zurück in die andere Richtung. Natürlich wurde die Max-Braun-Straße wurde dann zur Großherzog-Friedrich-Straße wieder rückbenannt. Ich weiß damals noch, als Oskar Lafontaine Oberbürgermeister war, haben wir dann zumindest auch gesagt, wir müssen ja doch irgendwie diese Dinge auch wieder irgendwo ans Licht holen. Da wurde die Max-Braun-Straße, gibt eine in Saarbrücken, das ist aber eine kleine Straße oben, wo die Kaiserslauterner Straße ist, da am unteren Rotenbühl. Und
es war dieser ständige Hin und Her, dass man immer wieder versucht, die eigene Identität, das, was man, sage ich jetzt mal, als Sieger für richtig hält, auch dadurch durch Entsorgen der Unterlegenen, wenn man sie dann als negativ empfindet, und Max Braun, der jetzt wieder zu unseren Helden gehört, auch in unserer Gesellschaft, aber er war eben Separatist. Das wurde 55, 57 bei den Umbenennungen, waren das alles Separatisten. Und Richard Kern ist nochmal emigriert nach Saargemünd. Und ich habe ihn damals nochmal wieder dann zurückgeholt. Der wurde auch gar nicht in die doch kurze Zeit sehr national orientierte SPD aufgenommen, sondern er wurde als nicht stubenrein, als Separatist angesehen. Heute ist es einer derjenigen, von dem man weiß, dass er in seiner Haltung und dem auch, was er als in der Emigration gemacht hat, eben doch eine der Personen ist, auf die man sich sehr wohl beziehen kann. Also das ist das, was ständig stattfindet. Und Hindenburg ist ja ein Beispiel dafür, dass in der Tat ein Grenzfall, oder auch Luther, in gewisser Weise auch Bismarck. Also ich bin, wenn man so will, wenn man sagt, irgendjemand ist ein Hasser, ich bin Bismarck. Hasser in dem Sinn, weil es uns in die völlig falsche Richtung getrieben hat mit dem deutschen engen Nationalstaat unter preußischer Oberherrschaft. Das fing ja schon an mit Friedrich dem Großen. Ich bin der Meinung, der hätte anstatt seinen siebenjährigen Krieg zu führen, hätte er lieber Maria Theresia heiraten sollen. So, und das zusammenbringen. Alles dieses, was Bismarck hat das Reich geschmiedet, aber dieses Reich war etwas, was dann doch keinen Bestand haben konnte. Aber er ist natürlich eine große Figur unserer Geschichte. Hindenburg wurde unterstützt von den Sozialdemokraten, als er Reichspräsident wurde, weil man verhindern wollte, dass Hitler gewählt wird. Also Hindenburg war der Vertreter, der Reichspräsidentenkandidat der demokratischen Parteien, abgesehen von den Kommunisten. Ja, er hat natürlich in dem Fall Schlimmes auf sich geladen, indem er tatsächlich Hitler zum Reichskanzler ernannt hat. Und dass er ein konservativer Knochen war. Wenn wir alle konservativen Knochen aus unserem Gedächtnis und aus unserem Umfeld streichen wollen, dann wird in der Vergangenheit nicht viel übrig bleiben, auch in der eigenen Familie. Also unter dem Gesichtspunkt bitte ich doch immer mehr auch den historischen Kontext mal etwas mehr jeweils im Auge zu behalten und zu sagen, das war mal so, das wollen wir heute nicht mehr so haben, aber deswegen müssen wir uns nicht von allem distanzieren, was in der Vergangenheit da war. Luther, die Aussage, Judentaufe hieß bei Luther ein Stein um den Hals und in die Elbe. Das war Luther, die Judentaufe. So, dass es Zusammenhänge gibt, natürlich dieser Antisemitismus viel tiefer wurzelt, aber Luther hat eben auch noch ganz andere Seiten, da muss man man soll es kritisieren, man muss nicht drüber hinwegsehen, aber die Verdienste, die Luther nicht nur für seine Anhängerschaft, sondern für die deutsche Sprache und für die deutsche Kultur hat, das meiner Meinung nach muss deswegen die Martin-Luther-Straße, die dann ja noch ausgerechnet in die Richard-Wagner-Straße mündet, das ist ja alles ganz furchtbar. Also wir müssten hier aufräumen, so wie man das jetzt dezent gemacht hat, dass man den Neikes, da den Oberbürgermeister, der auch eigentlich auch ein guter Verwaltungschef war, aber war eben auch ein Nazi, dass man die Straße umbenannt hat, ist völlig in Ordnung. Aber das ist halt ein Thema, wo ich einfach bitte, teilweise etwas mehr dezente Toleranz zu üben. Ich möchte bloß noch nach der Philippika möchte ich noch eine kleine Fußnote anbringen, die vielleicht einige Leute amüsiert, Bismarck betreffend.
In Freiburg hat man sehr beflissen. Beflissen ist ein sehr bezeichnendes Wort für diese ganze Haltung. Man hat in Freiburg ganz beflissen die Bismarckstraße in Stefan-Meyer-Straße umgetauft. Später hat man dann eine andere Straße in Bismarck-Allee umgetauft, als das dann wieder gemacht werden durfte. Ich glaube, die hieß vorher Vauban-Allee. Da war Frankreich nicht mehr ganz so führend. Ne? Also kurz und gut. Aber der Witz war, den ich dabei empfand, war, dass als die Bismarckstraße in Stefan-Meyer-Straße umgetauft wurde. Übrigens, Stefan Meyer war ein sehr verdienter Sozialdemokrat. Meines Wissens haben ihn die Nazis umgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Also nichts gegen Stefan Meyer. Aber dann kam ein Leserbrief und den fand ich halt sehr, sehr erfreulich in der Richtung, die ich andeutete. Frage, sollen wir jetzt auch Stefan Meyer Heringe essen? Ja, ich sehe hier keine weiteren Fragen und im Raum auch nicht. Dann bedanke ich mich mal. Und wir haben unten was zu trinken. Nicht nur Wasser, sondern auch Wein, wie sich das gehört. Und ja, Sie können auch noch mal gucken, ob Sie nicht doch, es gibt auch eine kleinere Ausgabe, nicht nur diesen dicken Hammer. Dann kann man noch was mitnehmen, noch ein Buch. Aber wie gesagt, man muss nicht. Sie sind jetzt alle noch herzlich eingeladen. Und ich bedanke mich von unseren Zuschauern und Zuhörern im Netz und wünsche allen noch einen angenehmen Abend.